Hallo, mein lieben Kalenderkorrektierklabauter und willkommen zu den Mock-Ten der letzten Woche. Ich habe ja letzten Montag die Mock-Ten ausgelassen, also kommen die diese Woche einfach mal nach. Ich habe überlegt, die beide heute zu machen. Das wird wahrscheinlich, wenn ich so auf den Zeitpunkt, zu dem ich Aufnahmen nehme und die restlichen Termine für heute nicht ganz klappen. Das heißt, die aktuellen Mock-Ten gibt es dann erst morgen, aber die kommen auch noch. Gibt es halt morgen zwei Videos. Passt auch, morgen geht das. Jetzt erstmal die nachgeholte Liste von letzter Woche. Die Mock 10, wer sie noch nicht kennt, die 10 Mocks aus der letzten Woche, von denen Anleitungen erschienen sind, die mir persönlich am besten gefallen haben und von denen ich mitbekommen habe, dass sie rausgekommen sind. Das ist natürlich auch noch eine nötige Voraussetzung. Außer Bedingung, es müssen Anleitungen sein oder zumindest genug Informationen, mit denen man das Mock nachbauen kann. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch nicht mein letztes Mock, weil ich den Ash ja wieder zurückgezogen habe, sondern also zum Überarbeiten, sondern ihr seht gerade einfach mal einen Screenshot meiner Rebrickable-Galerie mit den letzten paar Mocks, die von mir als Anleitung rausgekommen sind. Da ist, glaube ich, auch mal eine schöne Übersicht, einfach mal die Vielfalt in einem Bild zu haben. Und jetzt kann ich zu den Mock 10 übergehen mit Platz Nummer 10, dem oder der, ich bin nicht sicher, Boeing Stearman Cadet PT-17 von Breaker 23. Anleitung für 6,99 € und die Teile kommen auf etwa 200 €, denn wir haben es hier mit Technik zu tun. Technik ist teuer, vor allem dann, wenn es nicht wie Technik aussehen soll. Dieses Ding sieht nicht wie Technik aus, benutzt deswegen unglaublich viele Paneele und Technikpaneele sind teuer. Das erklärt das. Ansonsten ist das Modell aber ein sehr schönes Modell einfach geworden. Da es Technik ist, muss es natürlich auch Funktionen haben. In diesem Fall funktionieren das Seitenruder und der Propeller. Also der Propeller dreht sich. Der funktioniert jetzt nicht so, dass das Flugzeug in die Luft hebt, aber er dreht sich. Das reicht ja schon mal zum Starten. Ich glaube leider nicht, dass die Sticker dabei sind. Also für diese Sternabzeichen und die Nummer 17, die da ein paar Mal drauf ist, das fehlt, glaube ich. Zumindest habe ich die nicht gesehen. Aber naja, und wo ich schon mal von der Anleitung und dem, was man da bekommt, spreche. Was ungewöhnlich ist, die Anleitung ist aus Fotos. Das sehe ich selten, dass Anleitungen aus Fotos gemacht werden. Hier ist es mal, das ist natürlich jetzt nicht die übersichtlichste Art, eine Lego-Bauanleitung zu machen, aber hey, warum nicht? Kann man mal machen. Übrigens, wenn ich komisch klinge, ich habe vergessen, das am Anfang zu sagen, ich habe ein bisschen, wahrscheinlich eine Kombination aus Heu- und Staubschnupfen, was sehr lästig ist. In der Heuschnupfensaison sollte ich nicht putzen. Aber naja, deswegen klinge ich möglicherweise ein bisschen komisch heute. Ignorieren wir das und gehen einfach weiter zu Platz Nummer 9. Nochmal ein schnelles Fahrzeug, aber diesmal auf dem Boden. Der Lancia 017 Okta vom Octan Rally Team von Brick Cars Designed. $3,99 für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 30 € oder mit anderen Worten auch nicht groß anders als ein Speed Champion. Und das hat auch ungefähr die Größe von einem Speed Champion. 8 Noppen breit das Ding. Passt also wunderbar. Es sind Sticker zum Ausdrucken dabei von diesen ganzen Octan-Labels und so weiter, die ihr darauf seht. Ich finde aber, das Octan-Branding ist da sehr, sehr gelungen. Das ist ganz offensichtlich nichts, was es in der Realität gibt. So ein Octan-Rennwagen, weil Octan ist ja eine fiktive Marke. Aber hier einfach mal so ein Lancia genommen und das entsprechend so angebracht, dass es halt aussieht, als könnte es ein echter Rennwagen sein. Das ist schon cool. Das passt und laut dem Mock Designer ist das Ding auch Slotcar-kompatibel. Für mich sieht das Ding etwas groß aus für ein Slotcar, aber ich glaube es einfach mal. Wahrscheinlich die große Carrera oder sowas. Da wird es möglicherweise passen und wenn man die hat, dann kann man halt entsprechend auch das Ding auf eine Slotbahn schicken. So mal ganz lustig, ganz nett. Platz Nummer 8 wird noch deutlich schneller, so schnell, dass es euch richtig nach hinten drückt, denn so erzeugt das Ding Gravitation. Die Rosinante. Hier als Microfighter von Lego Coffee umgesetzt. $1 für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 15 €. Microfighter haben wir lange hier nicht mehr gesehen. Die gibt es ja oft zu Star Wars. Ein paar andere jetzt auch. Hier mal zu The Expanse. Eine Science-Fiction-Serie, die, glaube ich, hier nicht so bekannt ist, aber ziemlich, ziemlich gut. Das einzige Problem, das The Expanse hat, oder eines der wenigen Probleme, ist, dass die Raumschiffe komplett austauschbar aussehen. Sorry, aber ich kann die Raumschiffe, wenn ich sie sehe, in The Expanse fast alle nicht voneinander unterscheiden. Die Rosinante ist so ein ganz klassischer Fall davon.
In diesem Fall geht es aber, weil die Rocinante hat irgendwann halt eine Lackierung bekommen, die entsprechend einmalig aussah, mit dem Schwarz und dem Rot drin und so weiter. In Staffel 4 müsste es gewesen sein. Dann kann man sie wenigstens als eigenes Fahrzeug erkennen. Das funktioniert hier, deswegen kann man sie als Microfighter umsetzen. Und sie ist wiedererkennbar. Wie gesagt, stark aufgrund der Farben. Die Form ist auch da, aber ich weiß nicht, Expanse-Schiffe sehen alle gleich aus. Hier ist sie trotzdem relativ klar erkennbar. Wahrscheinlich auch, weil es ganz einfach keine anderen Expanse-Raumschiffe als Microfighter gibt. Trotzdem eine schöne Geschichte. Nicht in der Teilliste sind übrigens die beiden Figuren, die natürlich der Captain und seine Assistentin da aus der Serie sind. Der Captain hieß. Ich habe die Namen vergessen. Ich habe die Expanse zu lange nicht mehr gesehen, weil die Expanse ist irgendwann bei Netflix rausgeflogen. Und ihr wisst ja, keine 500 Streaming-Services, nein. Danke. Trotzdem gute Serie. Muss man halt auf Blu-ray kriegen oder sowas. Oder wenn ihr Amazon habt. Keine Ahnung, gehen wir einfach zum nächsten. Zum nächsten Platz, über den Platz Nummer 7 mit etwas deutlich größerem als eine Microfighter. Das Modular Building Gym with Apartment von Pommesbein. Großartiger Nutzername. Kostenlose Anleitung für das große Teil. Im Gegenzug kommen die Teile allerdings auf 800 Euro. Ja, der Titel sagt es schon. Das ist ein Fitnessstudio. Im Erdgeschoss ein kleines Fitnessstudio drin und darüber eine Wohnung, eine zweistöckige plus Dachzugang. Das Innenleben ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Das ist realistisch insofern, dass das in einer echten Wohnung relativ viel leerer Raum ja ist. Da stehen hier nur ein bisschen was an den Wänden und es steht mal eine Couch drin, wie halt in der echten Wohnung. Nein, das Interessante hieran ist die Fassade. Die ist einfach richtig schön gemacht und innen kann man sich vielleicht ein paar Inspirationen holen, aber das Ding sieht gut aus, die Anleitung ist kostenlos. Runterladen, anschauen, vielleicht nachmachen, vielleicht nicht, bisschen adaptieren, damit es günstiger wird. Alles gut möglich, auf jeden Fall ein nett gemachtes Gebäude. Nummer 6, machen wir was ganz anderes. Wir sind bei den Displaymodellen fürs Regal mit Honey Bunny von Brick Coll. Anleitung für 5 US-Dollar. Die Teile kommen auf etwa 25 Euro. Der Teilepreis ist bis auf das Haus diese Woche übrigens durchgehend ziemlich gut im Verhältnis. Vor allem der hier ist einfach da, weil ich meine, guckt ihn euch an. Das Ding ist doch sowas von niedlich, oder? Das Ding ist absolut klasse. Ist natürlich ein reines Displaymodell. Hat jetzt nicht wirklich irgendwie eine andere Verwendung, als im Regal zu stehen und niedlich auszusehen. Aber das immerhin, das tut es zuverlässig. Ist halt so ein Ding, was man, weiß ich nicht, für den Valentinstag, der jetzt auch irgendwie fast ein Jahr noch hin ist, aber okay. Oder für den Jahrestag, wann auch immer euer Jahrestag mit eurem Partner, eurer Partnerin ist. Kann man sowas mal machen. Ist doch süß. Muss man natürlich drauf stehen. Also für mich ist es wahrscheinlich schon zu süß, aber irgendwie ist es einfach gut gemacht. Deutlich weniger süß ist dann wieder unser Platz Nummer 5, der C7 Cerberus Medic Configuration von Mock Lobster. 3 Pfund für die Anleitung und die Teile kommen auf etwa 15 Euro. Mock Lobster hat in den letzten Wochen ein paar von diesen Roboterhunden gemacht. Das ist ein Eigenentwurf. Der stammt jetzt nicht von irgendwas, sondern der macht eigentlich immer so Eigenentwürfe. Ist so ein Spezialist für organische, robotermäßige Designs. Hier auch wieder ungewöhnlich kleines Modell für ihn. Normalerweise macht er große Humanoide. Hier jetzt mal so ein kleines Hundevieh, was auch mit einer Minifigur zusammenpassen kann. Ja, so als Einsatzhunderoboter. Und das hier ist entsprechend die medizinische Variante zur Notfallrettung und so weiter. Gefällt mir eigentlich von den drei Varianten, die es bis jetzt gibt, am besten. Auch mit diesem kleinen Arm. Das ist definitiv ein Roboter, der entworfen wurde mit der Idee, ihn zu verwenden dahinter und wie man ihn verwendet und wofür alle Teile sind. Das ist jetzt nicht ein reines optisches Ding, sondern das Ding, da steckt Gedanke hinter. Da steckt Gedanke hinter, was das Ding macht im Einsatz und wie es das macht. Sehr schön für Roboter-Designs. Zurück in die Gegenwart geht es dann mit Platz Nummer 4. Florida Man's El Camino and Cab Over Camper von I Bricked It Up. Anleitung für 7 US-Dollar. Die Teile kommen auf etwa 70 Euro. Schön zusammengewürfeltes Teil. Einfach schön zusammengewürfelt, beziehungsweise rostig, realistisch. Das ist so die Art von Fahrzeug, die niemand in seiner Nachbarschaft stehen haben will. Die aber in so eine Lego-Umgebung oder so oder einfach tatsächlich ins Regal einfach sehr schön passt, weil das halt was Realistisches hat. Das ist ein eigener Charme, dieses Dreckige, dieses Kaputte, dieses Rostige. Das, ne?
will niemand im Garten stehen haben, aber in der Lego-Landschaft dann halt doch schon. Und es ist hier einfach schön umgesetzt. Noch deutlich älter wird es auf Platz Nummer 3 mit der Vintage Fire Engine von Don Geraldo. Anleitung für 2,49, Teile kommen auf etwa 300 Euro. Das ist ziemlich viel, gerade auch im Verhältnis dieser Woche, wo relativ gute Teilepreise eigentlich dabei sind. Aber das ergibt sich hier aus dem Retro-Look. Da sind sehr viele alte Teile für die Scheinwerfer und so weiter verbaut. Die ergeben das einfach. Die sind schwierig zu bekommen. Das ist dann so. Was ihr dann bekommt, ist ein 7 Noppen breiter Feuerwehrwagen, alter Leiterwagen, bei dem die Leiter natürlich auch schwenkbar und kippbar und ausfahrbar ist. Ich meine, wenn das schon so viel kostet an Teilen, dann soll es wenigstens auch Funktion haben und ein bisschen was an Wert rausholen. Obwohl es nur 7 Noppen beides hat, es Platz für 2 Figuren im Fahrersitz und dem Nebenfahrersitz. Und hinten ist auch noch ein Pumpenwagen dran. Ja, wie halt die alten Feuerwehren, die hatten die Pumpenwagen hinten dran, weil man konnte sich nicht darauf verlassen, dass Pumpen zentral vorhanden waren. Also hat man eigenen Wagen beigehabt. Und das ist das. Wieso kommen eigentlich immer diese Uraltfahrzeuge bei mir auf? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt so, kommen wir wieder von den Uraltfahrzeugen weg in den Filmbereich, der diese Woche auch nicht so stark versorgt ist, mit The Bat von Just Bricking. Anleitung für 10 Euro, ich glaube die teuerste Anleitung diese Woche. Teile kommen auf etwa 120 Euro. Und ihr kennt es wahrscheinlich schon, das ist nochmal ein Batman-Fahrzeug. Passend zu dem Batwing, Batmobil, den verschiedenen Batmobilen und so weiter. Hier jetzt mal The Bat. Das war das Flugding aus Dark Knight Returns. Einem der Nolan-Batman-Filme auf jeden Fall. Dem letzten, ich bin gerade nicht sicher, welcher der letzte war. Genau, kommt mit dem Displaystand, kommt mit Stickern zum Ausdrucken, kommt mit einer Anleitung, die sehr ins Detail geht, die auch nochmal eigens so eine Sticker-Anleitung hat, wo die Sticker hinkommen, wie sie aufgeklebt werden. Das ist alles schon sehr gut ausgestattet und das Vieh am Ende sieht dann auch gut aus. Von dem großen Ding kommen wir mal in eine völlig andere Richtung, zu einem sehr kleinen Ding. Auf unserem Sonderplatz vor dem Platz Nummer 1. Sonderplatz, kurz zur Erklärung auch hier für die Neuen. Der Sonderplatz ist der Platz, wo Modelle hinkommen, die entweder keine hundertprozentige Anleitung sind oder die nicht aus der letzten Woche sind, sondern schon älter. Theoretisch auch Sachen, die aus der Zukunft kommen, aber das würde mich dann doch erstaunen, wenn die hier auftauchen. Wer weiß, was hier so alles noch passiert. Auf jeden Fall ist es aber der Alien Bug von Chubby Bots. Kostenlose Anleitung in Form eines YouTube Shorts. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein YouTube Short hier als Anleitung verlinkt habe. Aber es ist so, da ist es. Teilepreis nicht die geringste Ahnung, denn diese blöden Raptorenkörper sind nicht einfach zu kriegen, so gut wie nie separat zu kaufen. Und jedes Mal, wenn Raptorenkörper irgendwo auftaucht im Set, ist es neuer. Das ist jedes Mal eine andere Bedruckung. Die sind fast alle immer nur in einem Set aufgetaucht, in derselben Version. Das ist immer, ja, gut, das macht es nicht einfach rauszufinden, was die Dinger kosten würden, wenn man sie so kriegt. Aber guckt bei eBay und guckt, ob ihr einen Raptoren für einen Fünfer oder so kriegt, dann ist es gut. Der Punkt ist, und das ist interessant, wie der Raptorenkörper verwendet ist. Ihr denkt vielleicht jetzt gerade noch, wo ist da der Raptorenkörper? Der Raptorenkörper ist bei dem Ding kopfüber eingesetzt worden und dann ist daraus ein Käfer gemacht. Das ist cool. Das ist einfach eine coole Idee, mal eine völlig andere Verarbeitung von einem Teil, bei dem ich nie erwartet hätte, dass es für irgendwas anderes verwendet wird, als halt für Dinosaurier. Ist hier für was anderes verwendet worden als ein Dinosaurier und das auch noch in einer Art, wo das Ergebnis wirklich, wirklich seltsam aussieht. Es soll ein Alien-Bug sein, es ist definitiv Alien und ein Bug. Funktioniert wunderbar. Auf Platz Nummer 1 kommen wir zu einem Spiel, das wir ein paar Mal schon da hatten. Das scheint sich zu lohnen für Mockbauer, denn die Optik passt auch super zu Lego in der Umsetzung. Wir haben einen Thunderjaw, also eine Donner. Kiefer, so heißt er nicht auf Deutsch. Aber ja, aus Horizon Zero Dawn von Hachiroku 24 umgesetzt. Auch das Ding auf YouTube umgesetzt. Das heißt, kostenlose Anleitung in Form eines YouTube-Videos und keinerlei Ahnung für den Teilepreis. Aber ich sehe schon, wenn ich mir das Video so anschaue, der Teilepreis wird hoch sein. Denn es sind einige ungewöhnliche Teile dabei, einige seltene Teile, Gelenke und so weiter. Ohne Ende, um halt dieses organische Modelle hinzukriegen. Das ist dann so, jede Menge Snotbau drin, das ist auf jeden Fall interessant.
anzuschauen. Das ganze Ding ist komplett auf einer Snot-Basis. Also Snot, Stud Snot on top, wer es nicht kennt. Also wenn Noppen halt zur Seite nach unten zeigen und angebaut werden. Dadurch bekommt man dann dieses Vieh, das cleverste Teil. Und da wundert ihr euch vielleicht gerade, was wurde da verbaut? Die Munitionsgürtel am Hals. Was ist das? Das sind Tragebänder aus den Videoboxen. Ihr wisst, dieses gescheiterte Videothema, die hatten ja die Trageboxen bei den mittleren Sets und für die Figuren. Und das sind die Tragebänder für die Boxen. Einfach mal in Legos. Das ist eine so ungewöhnliche Verwendung von einem Teil, dass es damit allein sich schon den ersten Platz dieser Woche verdient hat. Und was ich diese Woche, also nicht letzte Woche, sondern diese Woche, also diese Woche, die jetzt gerade vorbei ist, das ist ja die Liste von der Woche davor, was sich diese Woche den ersten Platz verdient. Das seht ihr dann, ja, ich denke, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit für die Aufnahme, dann wirklich morgen. Und ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.